Hallihallo und so willkommen zu einer weiteren Folge Mein Test. Genau. Wir sind jetzt hier dabei, gerade die Anlage ein bisschen laufen zu lassen, die wir in den letzten beiden Folgen, ja, ich würde schon sagen, erfolgreich umgebaut haben. Es sieht zumindest so aus, dass die Anlage gut funktioniert. Genau, das würde ich gerade mal probieren. Wir haben jetzt gerade so einen Stein bekommen, glücklicherweise. Wenn ich den jetzt hier hinten hinschmeiße. Ich gehe mal sogar noch weiter weg und schmeiße ihn mal hier hin. Okay, das heißt, hier hinten greift er nicht mehr ab. Er müsste ja eigentlich in der Theorie. Aha, das klappt. Okay, das heißt, das Ding ist auf jeden Fall weit genug eingestellt. Sehr geil. 3 Meter reichen also aus. Gutchen. Das muss man überlegen. Jetzt mit der Anlage jetzt wirklich alles richtig. Oh, der ist schon fast voll. Wie sieht es denn hier aus? Macht der schon was? Nee, ne? Der macht doch nix. Der ist noch komplett unterlastet. Da brauchen wir schon fast nur eine Unterlassungsklage. Gut, ich räume jetzt mal kurz mein Inventar auf, bevor wir den nächsten Schritte planen. Weg, 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 weg. Weg. Das Zeug kommt auch da rein. Nee, du nicht. Wobei doch eigentlich schon. Kann ich hier raus wieder Diamanten machen? Wobei ist eigentlich egal, brauchen wir gar nicht. Nee, packe ich so direkt in die Kiste. Lass mich durch, ich bin Arzt. Die Framerate ist aber gerade echt niedrig, oder? Liegt es echt unten an der Anlage oder was? Jetzt habe ich 60 FPS. Und hier nur noch 20? Warum das denn? Sehr interessant. Ja. Naja, mein Test ist halt immer noch weit davon entfernt, optimiert zu sein. So, du weg. Du kannst nach da. Du. Ah, nee, halt, du kannst woanders rein. Aber du kannst doch rein. Und du auch. So, Holz da und da. Hey, lass mich durch. Ich pack die Dinger mal nach hier unten, damit die so ein bisschen, wollte ja leider nicht stacken. Deswegen packen wir die mal dahin. So, jetzt ist unser Inventar mittlerweile wieder ein bisschen leer. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Bist du schon am Arbeiten? Ah ja, doch, der ist schon am Arbeiten. Und da kommt aber immer noch problemlos hinterher. Und wie sieht es bei dir aus? Du machst gar nichts. Sehr geil. Dann sieht doch alles sehr praktisch aus. Was machst du überhaupt? Achso, genau, du machst aus den Blöcken dann wieder Cobblestone. Sehr geil. Ach, übrigens, ich habe die Dinge umgestellt, fällt mir gerade mal ein. Man kann nämlich hier einstellen, was er machen soll. Diese Sequence bei standardmäßig ist er, glaube ich, bei Priority. Das heißt, er nimmt immer den ersten Block, der hier drinne ist, weg. Das kann aber zu einem Softblocking führen. Und zwar, jetzt muss ich überlegen, stimmt das überhaupt? Unter welchen Umständen kann das zu Softblocking führen? Egal, auf jeden Fall habe ich jetzt also umgestellt, dass er jetzt hier, also es gibt halt das, dass er immer den ersten Block nimmt, der verfügbar ist. Dann nimmt er einfach irgendeinen zufälligen Block jedes Mal. Und hier ist es so eingestellt, dass er jedes Mal den nächsten nimmt. Also jetzt würde er den nehmen, dann jetzt den, dann den und dann wieder den.
Also von den verfügbaren Slots nimmt er dann immer den jeweils nächsten, selbst wenn sich vorne wieder neue angesammelt haben sollten. Das habe ich jetzt so eingestellt, weil ich hatte nämlich beobachtet gehabt, dass wenn sich hier vorne sehr viele Kiesblöcke ansammeln und zum Beispiel diese Shaft Grill, die Dinger hier oder die Dinger hier weiter hinten in der Kiste ansammeln, dass die gar nicht mehr rausgenommen werden. Weil wenn welche neue dazukommen, dann werden die hinten bei dem vorhandenen Stack angehangen. Der Rauszieher bleibt aber immer bei den vorderen Blöcken, weil da immer wieder welche nachkommen. Und dementsprechend, wenn der dann hier hinten war, wurde er nie wieder rausgezogen. Und dementsprechend wurde dann hier nur noch Kies durchgescheffelt. Und sonst ist hier nichts mehr passiert. Und wenn ich jetzt hier auf Rotation stelle, dann sorge ich immer dafür, dass wirklich alles, was hier drinne ist, auch immer wieder durchgeschleift wird durch die Pipeline. Und damit auch alle Geräte wirklich effizient arbeiten. Genau. So, was ich mal gucken wollte, ist hier. Also, siehst du. Genau, hier müssen wir. Das ist der nächste Angriffspunkt. Was wir jetzt quasi machen müssen, ist die Kisten komplett abbauen, das Rohr nach hinten verlegen und dann anfangen dort. Oh mein Gott, ein Diamant. Anfangen die Sachen weiter zu verarbeiten. Ich habe aber absolut keinen Plan, wie wir das machen sollen. Also ich weiß, dass wir die Sachen auftrennen können, weil man kann die Dinger, glaube ich, kaskadieren. Ne, wir haben ja hier eine gewisse Anzahl von verschiedenen Materialien. Jetzt können wir hier immer sagen, also angenommen bei dem ersten, geht es jetzt bei Weiß rein. Dann können wir sagen, Diamanten sollen bei Schwarz raus, Mete soll bei Grün raus, Eisen soll bei Gelb raus, Uran soll bei Blau raus und alles andere soll bei Rot raus. Dann kommt an dem Roten dann noch ein so ein Sorting Tube, wo es dann in das Weiße wieder reingeht. Und dann werden die nächsten vier Sachen rausgefischt und alles andere geht wieder weiter. Und das wird dann mit den nächsten rausgefischt und so kann man die Dinger quasi endlos weit kaskadieren. Also man kann tatsächlich unendlich viele Items aussortieren. Das ist tatsächlich machbar. Da habe ich letztens gar nicht dran gedacht, weil letztens meinte ich ja irgendwie, du kannst nur eine so und so bestimmte Anzahl machen, indem du halt hier maximal 6 angeben kannst, hier maximal 6, hier 6, hier 6. Und hier 6, das heißt, du kannst hier maximal 30 angeben. Und dann kannst du hier hinter halt jeweils noch einen weiteren schalten, wo dann die Dinger wieder auf maximal 5 verteilt werden können. Bei einem Land 2, sodass du insgesamt halt maximal auf 30 Sachen aufsplitten kannst, was aber halt, wie gesagt, kompletter Humbug ist. Du kannst die Dinger einfach hintereinander hängen. Ja, letztendlich könntest du es sogar so machen, so wie hier. Du könntest jetzt sagen, bei Blau kommt alles rein. Und hier geht alles einfach komplett nach Rot durch. Außer irgendein Item kommt bei Weiß rein. Dann wird nur dieses Item hier rausgefischt, hier wird das nächste Item rausgefischt, das nächste Item, das nächste. Also letztendlich genau das gleiche, was wir auch hier vorne machen. Ne, ist genau. Oh, guck mal, der zweite ist angesprungen. Geil. Und damit kannst du tatsächlich endlos weit Sachen raussortieren. Also das geht schon. So, und dann müssen wir jetzt aber dafür sorgen, dass denn das, was hier rausgefischt wird, müsste dann theoretisch, also angenommen, wir haben jetzt hier welche, die dann Eisen rausfischen und nee, halt, halt. Das muss ja erst, oh Gott, warte mal kurz, warte mal kurz. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Scheiß die Henne an. Ich glaube, wir brauchen erstmal. Wartet mal kurz. Ich muss mal ganz kurz hier. Auch wenn mich dieser Sound hier gerade. Oh, jetzt läuft sogar schon drei. Oha. Oha. Na, hoffentlich reichen die fünf Stück wirklich aus. Ich muss da ganz kurz gucken. Ich schalte mal nochmal um hier auf Workspace. Wo ist denn dieser Space? Ich bin so völlig überfordert. So, jetzt. Jetzt müsste man sehen, wenn ich hier ein Fenster reinschiebe, ne? Ne, sieht man nicht. Ich bin immer noch im Falschen. Ja, bin ich.
Jetzt. So. Jetzt müssen wir mal ganz kurz überlegen. Ich nehme mal das Ding jetzt auch einfach mal kurz als Schmierblatt. Weil eigentlich müssten wir ja die ganzen Rohstoffe müssen wir erstmal alle durch eine Schleifmaschine jagen, damit wir daraus diesen Dust bekommen. Damit wir den dann einschmelzen können, weil so bekommen wir nämlich aus jedem Uran, also aus jedem Erdkrimine quasi halt zwei Blöcke. Ist also einfach effizienter, also ergiebiger. So, das heißt, wir brauchen erstmal eine Schleifmaschine. Also, ne, das jetzt hier ist jetzt hier so der Eingang. Das geht in eine Schleifmaschine. Das geht dann in einen Ofen. Und das geht dann in die Sortieranlage. Und das, was, also, ne, da wird dann halt immer eins rausgefischt, zum Beispiel halt Eisen. Und das geht dann in diesen Crafter. So, und jetzt ist aber das Problem, das würde für alle Erze funktionieren. Wir müssen aber vorher schon solche Sachen wie Diamanten raussortieren und Mese. Mir fällt die gerade nicht ein. Weil die können wir ja nicht schleifen oder dann später im Ofen wieder, ne? Das heißt, die kann man wirklich einfach nur raussortieren. Können wir die schleifen? Ich muss mal ganz kurz gucken hier. Diamant. Die können wir, soweit ich weiß, nicht schleifen, oder? Da kriegen wir keine zwei Stück raus. Ne, nee, die können wir nicht schleifen. Das heißt, Diamanten müssen wir raussortieren. Mesekristalle, glaube ich, auch. Und alles andere müssen wir aber schleifen. Uran können wir auf jeden Fall schleifen. Zink können wir schleifen. Lead können wir schleifen. Zink, Eisen, Chrom, Gold. Genau, alle anderen Sachen müssen wir schleifen können. Das sollte also alles kein Problem sein. Wir müssen nur die beide erstmal vorher rausfischen. So. Das ist so kompliziert alles. Holy shit. Oh fuck, Alter. Was haben wir uns da vorgenommen? Warum tun wir dieses? Warum? Das heißt, ich würde erstmal hier die Dinger hier raus, die Blöcke rausnehmen und hier die richtige Wand reinziehen, sodass wir dahinter einen richtigen Raum bauen können. Vielleicht reiße ich auch die Wand hier komplett ein und mache das hier als einen großen Raum. Das würde halt schon fast Sinn machen. Den müssen wir nur gucken. Hier müssen wir das Ganze mit hier nämlich auch mal schön machen. Das heißt, ich reiße jetzt die Anlage hier mal ab. Weil die Anlage macht tatsächlich keinen Sinn mehr. Es tut zwar irgendwie wo weh, aber was soll's. Sie war schön. Kann man die nicht abbauen? Ach, okay, mit dem Schwert. Der Raum war schön, die LV-Anlage war auch schön, aber wir haben es halt logischerweise nie genutzt. Von daher. Ja. Und schon wenn wir hier auch die ganzen Kabels los, die uns überall den Weg umherum sind, ne? Wie der eine Herr im Kommentarbereich geschrieben hat. Komme ich hier raus? Nö. Ah, super. Ich würde sowieso. Die Frage ist, wollen wir hieraus gleich einen ganz großen Raum machen? Der also nicht nur. Also, dass wir nicht hier einen Raum haben oder drunter einen Raum, sondern dass das Ganze ein hoher Raum wird. Das ist natürlich richtig sick.
Oh mein Gott, was tue ich hier? Ich hab jetzt gerade ein bisschen Angst. Aber nur ein bisschen. So, das würde nämlich bedeuten. Autsch. Das würde nämlich bedeuten. Verdammt, wo bin ich jetzt hier eigentlich gerade? Oha. Das würde bedeuten. Wait. Ich bin jetzt gerade hier. Erstmal wieder zu irgendeinem Safe-Spot kommen. Achso, erstmal wieder hier auf My Test gehen. So. Das würde bedeuten, wir müssten ja hier einmal komplett reinbauen, ne? So, die Wand müssen wir dann ersetzen. Oh, verdammt, ich bin hier unten. Verdammt! Das wird aber schnell, dass man runterfallen kann. Ja, Abeltutz wird bei mir groß geschrieben. Voila, Bibi. Oh fuck, Alter. Wobei hier die Zwischenwand würde ich schon gerne drin lassen. Ne, also da vorne hin kommt eine Zwischenwand rein. Aber hier kommt das alles weg so. Obwohl ich da noch gucken muss, wie weit das Ganze eigentlich gehen soll. So, da hinten, hier wäre dann die Wand. So, hinten muss ich aufpassen in der Kiste. Im Verlies, okay. Achso, hier wegen diesen komischen grünen Dingern. Ja, gut. So, die Kiste wird dann erstmal ein bisschen schweben. Ist ja auch nicht weiter schlimm. So, das hält die schon aus. Gut, hier die Tür ist natürlich ein bisschen blöd. Das heißt, die Tür kann dann auch direkt weg. Die wird hier nichts mehr bringen, weil hier kommt oben kommt auf jeden Fall eine solide Wand rein. Der Raum, einfach weil es halt ein hoher Raum ist, wird nur von unten begehbar sein. Wenn überhaupt. Ja doch, begehbar sollte der Raum schon sein. Das macht schon Sinn. Eieieiei. Ach ja, hier hinten ist ja auch unser Ding. Na gut, mal gucken, wie wir das Ding eigentlich denn. Warum haben wir das Ding eigentlich überhaupt? Reisenetzwerk Net 1. Wir haben noch unseren Fahrstuhl. Wo geht denn das Ding hin? Mine. Ach so. Wäre es nicht sinnvoller, das Ding hier an unseren Fahrstuhl anzubinden? Also an das Ding, was. An das Ding da? Das wäre doch viel sinnvoller, oder? Weil so haben wir. Da haben wir eins, da haben wir eins. Das ist ganz schön redundant. Ja. Na gut, müssen wir mal gucken. Ja, hier ist das Ding, kann ich auch weg. Eigentlich kann die gesamte LV-Anlage weg. Tega. Oh. Nein! Meine Spitzhacke! Jetzt komme ich gar nicht mehr raus. Verfickte Scheiße. Und ich habe gerade eine Spitzhacke verbraten. Das ist ja. Das ist natürlich sad. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ah, verdammt. Hab schon zu lange nichts mehr abgebaut. So, hier kommt ja später der Eingang hin. Oder ich mache den Raum sogar von hinten zugänglich. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Weil hier ist natürlich ein bisschen blöd, weil hier die ganze Anlage steht. So. Ja. Müssen wir doch mal gucken. Oh, was tue ich hier? Was zur Hölle tue ich hier? Ich tue so, als hätte ich einen Plan und dabei habe ich aber nicht mal so was Ähnliches wie einen Plan gerade.
soll sich der Raum vielleicht doch noch ein bisschen breit, also ein bisschen mehr in die Richtung gehen. Das Problem ist halt, ich weiß, dahinter, hinter dem Sand kommt, glaube ich, Wasser. Glaube ich. Weiß ich halt nicht. Hier kann ich auf jeden Fall noch ein bisschen weiter reingehen in die Richtung. Da müsste ich. Genau, bis dahin. Gut, hier muss ich auf jeden Fall dazu machen, ganz klar. Aber mit Clean Stone. So, das heißt, wir brauchen erstmal Clean Stone. Kann ich da schon mal den schönen Boden reinzimmern? Alter, sieht das hier offen aus, Alter. Holy shit. Ja, gut. Aber so wollen es die Aktionäre. Dankeschön. So, dann machen wir nämlich jetzt mal schön zu. Mit der Clean Stone. Ich hoffe mal, dass wir unten hell genug, dass wir keine Monster spawnen. Selbst wenn, ist mir scheißegal. So, das ist die Frage, wie machen wir es hier mit der Wand? Ich würde schon sagen, dass wir die Wand hier komplett aus diesen Stone Bricks machen, ne? Da müssen wir auch noch eine Menge von haben. Da haben wir damals massig von gemacht, soweit ich weiß. Sicher bin ich mir da aber nicht. Ne, sieht nicht so aus. Scheiße. Gut, dann Ah, 10 Stück haben wir noch. Wow. Ah ne, hier haben wir noch. Oh, ja. Ja, ist ja doch noch eine Menge hier. Ist ja. Oh, wow. Was, ja, ich meine, wird nicht reichen, aber es ist schon mal ein guter Anfang. So. Dann können wir nämlich hier jetzt schon mal dicht machen. Wie gesagt, von hier aus wird man das Ganze nicht mehr sehen später. Und ja, das Ding werde ich wahrscheinlich entfernen. Aber dann muss ich natürlich erstmal einen Fahrstuhl unten installieren. Und sobald dann unten ein Fahrstuhl ist, wird dann das untere Gegenstück zu dem Ding da entfernt. Und dann fertig. So. Das heißt, hier ist jetzt nichts mehr wiederzuerkennen. Da mal, kein Mensch weiß, dass da jemals ein Raum war. Ja. Ich werde alle alten Videos löschen, ja, und dann sind alle Beweise weg. So, wird es eigentlich was angeschwemmt? Nö. Weil das Schöne ist, dadurch, dass er hier alles einfach nach grün geht, ist alles, was hier, was alle Fremdkörper, die in dieses System reinkommen, wird ja alle in dieser Kiste hier angeschwemmt. Ja, was ganz praktisch ist. So, kann das jetzt hier eigentlich auch alles weg? Ja, eben. Und alles kann weg. Die ganze Anlage hier kann weg. Das kann alles weg hier. Oder wir rüsten es wirklich auf MV um, aber dann fühle ich mich ja so wie im MV. Digga. Da müssen wir mal gucken. Ich mache auf jeden Fall erstmal hier die Zuleitung weg. Und dann müssen wir mal später gucken, was wir daraus machen. Ja. So. Ich lasse hier erstmal offen. Wie gesagt, hier kommt später keine Tür rein, wahrscheinlich. Weil ja hier die Anlage im Weg ist. Das heißt, da müssen wir gucken, ob wir dann vielleicht von hier einen Zugang machen oder so. Die Frage ist halt, was ist hier hinter? Was wir nämlich machen könnten, ist, bevor geht der Schacht. Dass wir hier so eine Tür machen. Wisst ihr, wie ich meine? Oder hier auf den beiden Blöcken, dass man quasi dann hier, wenn man hier so durchgeht, ne, dass man hier so lang geht und dann hier so reinkommt. Das könnte man natürlich machen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht.
Musste mal sein. Wir waren schon so lange nicht mehr in diesem Schacht drinne. Da leben bestimmt schon Spinnen drin. Ja. Gut, das kann ich hier natürlich auch eigentlich Klasse machen, habe ich aber jetzt natürlich nicht mehr dabei. Machen wir später irgendwann mal. So. Ja, dann würde ich mal sagen, kommt hier alles weg, ne? Und ich würde schon gerne gucken, was dahinter ist. Das heißt, ich baue mich mal hier nach oben. Ah ja, genau. Da kommt Strand. Und dahinter müsste direkt was. Also da drüber müsste direkt Wasser sein. So, die Theorie. Habe ich eine Fackel dabei? Hier ist scheiße dunkel. Man sieht ja gar nichts. So, kommt noch da. So, wetten, jetzt kommt jetzt hier Wasser. Ich trau mir nicht. Oh. Ach nee, das Feld drüben. Wo sind wir hier gerade? Verdammte Scheiße. Ich habe keine Ahnung, in welcher Flucht wir jetzt hier gerade sind. Also entweder kommt da gleich Wasser oder wir kommen uns gerade in unsere Felder rein. Die draußen vor unserem Haus sind. Wir halt beide Scheiße. Aber hier irgendwelche Sachen. Was ist denn das? Dirt with Leaves. Also Boden mit Blättern. Wo zur Hölle sind wir hier? Das würde mich halt schon hart interessieren. Oh, das war jetzt gar nicht mal so schlau. Das würde mich halt schon hart interessieren, wo zur Hölle wir jetzt gerade hier eigentlich sind. Ich baue mich mal hier einfach mal nach oben, ne? Oh, wir sind hier direkt vor unserem Haus. Aber wo ging... Wir hatten noch diese große Fläche, wo wir den ganzen Zuckersand abgebaut hatten. Oder war das da vorne? War das da? Hier ist zumindest Cobblestone. Wartet mal kurz. Da muss ich mal investigativ nachschauen. Oder das machen wir ein bisschen in der nächsten Folge. Ja, bis dann. Ciao.